Ach, was ist jetzt letztlich geiler, als sich am Abend entspannt in so eine Sauna zu setzen? Infrarotkabine, ich weiß, aber ganz gemütlich und gechillt hier rein ankommen, abschalten und nach der Sauna muss entspannt werden und man braucht eine Dusche. Und genau in diesem Video geht es primär um den Bau dieser Dusche, wie man diese ganze Anlage hier installiert, Wände schlitzt und so weiter und vor allem Mut haben, an die Sache ranzugehen. Einfach machen, einfach ausprobieren. Es klappt wirklich und es lohnt sich auch. Auch zeige ich dir, wie du hier diese Anschlüsse fürs Waschbecken montierst, so eine LED-Streifen. Schau unten in der Videobeschreibung, da setze ich dir Zeitmarken, dass du gezielt springen kannst. Ach ja, und nicht vergessen zu abonnieren. Kleine Glocke drücken, dann verpasst du keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß. Und damit willkommen zurück bei Tom Tut. Hier werden wir die Dusche aufbauen. Und wir fangen jetzt mit folgender Sache an. Jetzt bauen wir uns eine Schablone für die Wasseranschlüsse und mit dieser Schablone können wir dann die Montage in der Wand ganz einfach vornehmen. Wenn ich jetzt nachher hier noch Fliesen drauf mache, rechne ich mir jetzt nochmal nicht ganz einen Zentimeter. Hier. So, jetzt haben wir ja hier oben die Löcher gebohrt und ich möchte so wenig Verbindungsstücke wie möglich dazwischen haben. Das heißt, ich werde hier eine Biegung machen, so einen Weg, und jetzt werde ich mir quasi den Schlitz so erweitern, dass ich hier in die Wand reingehe. Habe dann nur hier unten später quasi meine Verbindung. So. Wenn ich jetzt das hier drauf schiebe, dann kann sein, dass dieser kleine Gummiring verrutscht. Und damit das nicht passiert, gibt es eigentlich ein Werkzeug, das man hier reindrückt und dann erweitert das ein bisschen und dann geht das einfacher drüber. Da ich jetzt aber halt auch nur ein paar Leitungen hier verlege, habe ich mir diesen Zapfen jetzt nicht gekauft, sondern ich werde das einfach ein bisschen konisch machen. Der Schnitt sollte exakt im 90-Grad-Winkel sein. Mit einer kleinen Eisensäge habe ich das hier einigermaßen gerade gemacht. Der Rest macht für mich die Feile. Ich habe das jetzt eben mit dem Messer gemacht und ich habe jetzt nicht geschnitten, sondern ich habe das Messer so durchgeschleppt, dass es sich einfach tatsächlich hier ein bisschen konisch drückt. Schieben wir erst die Wurfmutter drüber und dann eben den Konusring. Ich habe was vergessen, Dichtband. Jetzt können wir das draufschrauben. Bevor wir das jetzt zuspachteln, mache ich einfach dieses Band hier ein. Beim Waschbecken habe ich das auch gemacht. Abgesehen von der Dusche haben wir hier noch ein Waschbecken. Und was natürlich da nicht fehlen darf, ist ein Stromanschluss. Braucht man nämlich auch, haben wir jetzt gar nicht dran gedacht. Ist halt perfekt geplant, wie immer. Übrigens werde ich das anders aufschlitzen. Ich nehme jetzt nicht mehr den Winkelschleifer, sondern ich werde das jetzt mit einem Multitool versuchen, um eventuell weniger Staub zu machen. Bei Elektrik passt immer auf, Unfallverhütungsvorschriften beachten. So, nachdem wir jetzt hier alles verputzt haben, auch hier fürs Waschbecken ist alles fertig, gehen wir jetzt dran, in der Nasszelle alles mit Elefantenhaut zu versehen. Dusch, Dichtanstrich für innen, lösungsmittelfrei, inklusive Farbpigment für den zweiten Anstrich. Aha, okay, das heißt genau eben, man muss es auf jeden Fall zweimal machen. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Anstrich gemacht. Wir werden jetzt die Wand fliesen und ich werde die Aussparung lassen für die Dusche unten.
Denn die Aussparung ist wichtig, weil wir hier eben vorm Fliesen, wie du gesehen hast, erstmal die Beine dran schrauben müssen und dann mitteln wir uns aus, wo genau die Dusche hin soll. Wir haben uns ja jetzt die Wanne hier eingemessen. So wollen wir sie haben, mit dem Gefälle für den Ablauf. Wunderbar. Wir wissen, wie breit unsere Fliesen sind, plus die Fuge. Die muss dazu gerechnet werden. Und jetzt stell dir dein Fliesenbild hier vor. Das soll ja nicht irgendwie unten mit so einem ganz dünnen Streifen enden oder oben. Darum nimmst du das Fliesenbild, misst dir den Mittelteil quasi aus und schiebst dann eben dieses Mittelteil hoch und runter. Und du fängst ab oben an zu messen, beziehungsweise auch ab unten, ist ja egal. Und dort legen wir nachher die erste Fliese an die Wand. Von da aus arbeiten wir uns hoch und dann können wir oben nämlich einen Teil machen und unten nämlich einen Teil, wo es dann an der Wanne genau endet. Hier oben will ich mir eine LED-Leiste hinmachen. Ich habe hier einfach eine Aluschiene eingelassen und ich habe mir jetzt so einen LED-Strips geholt und ein kleines Netzteil, das ich hier in der Dose versenken will. Und ich habe jetzt das Problem, dass dieses Netzteil hier zwar reinpasst, aber die Kabel an der Seite verknicken. Deswegen habe ich das hinten jetzt aufgemacht und ich werde jetzt im Prinzip ein kleines Loch bauen. Im Prinzip gerade zwei kleine Löcher hier rein. Und jetzt kann ich die Kabel hier durchfädeln und jetzt kann ich das wunderbar hier drin versenken. Na, hat dir das Video Spaß gemacht? Ich hoffe doch, dass es so war. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Ist nur fair. Und tja, ich werde mich jetzt ausziehen, abduschen, ab in die Sauna. Und deswegen schmeiße ich dich jetzt raus. Und ich kann eben wieder nur sagen, bleib hart am Gas.